Hallo und herzlich willkommen. Mich freut es sehr, dass ich einen wirklich ganz besonderen Gast heute bei mir sitzen habe und zwar keinen geringeren als Toni Innauer. Toni, servus, hallo. Servus, Philipp. Wir haben uns im Vorgespräch schon auf das Du geeinigt. In Vorarlberg ist das ja relativ normal, nur dass das gleich klargestellt ist. Sehr gern, ja. Toni, du kommst gebürtig aus Vorarlberg, das ist natürlich vielen schon klar. Wie ist denn jetzt zurzeit dein Bezug zu Vorarlberg? Bist oft da, geht es sich öfter aus, Familie ist ja auch noch in Vorarlberg, also ich denke, genau. Man sieht dich schon ab und zu, oder? Ich bin sehr gerne in Vorarlberg, im Brengzer Wald, wo ich herstamme. Wir sind insgesamt noch 4 Geschwister und besuche ich gern. Ich habe 2 Enkelinnen in Eck im Brengzer Wald. Ich bin Vizepräsident vom Golfclub in Riefensberg, ich bin okay. Mitglied vom Fliegenfischerclub in der Bregenzer Ach und pflege also meine Beziehung sehr, sehr gern. Also da nützt man jede Zeit, die man kann, um auch die Familie wirklich in Ländle, im Vorarlberg auch zu besuchen. Was man nicht vergessen darf, dass ich natürlich auch beruflich noch mit Vorarlberg verbunden bin, weil ich über Innauer Effects, unsere Agentur, auch ein Büro in Vorarlberg mit Wolfgang Schwarzmann betreiben. Da kommen wir noch ein bisschen später dazu. Seit 1972 sozusagen beute Tiroler, also da bist du viel im Tirol unterwegs. Wie ist das entstanden, dass du dann gesagt hast, okay, ich bin eher dann im Tirol und komme dann nach Vorarlberg, wenn es geht? Ja, war eigentlich keine bewusste Entscheidung so, dass ich in Tirol bleiben werde, aber es kam mit dem Sport, mit 14 Jahren ins Skigymnasium Stams, dann Stams abgeschlossen, Studium in Innsbruck, eine sehr wichtige Phase. Dann letztendlich habe ich beim Österreichischen Skiverband als Trainer gearbeitet, insgesamt 5-6 Jahre als Trainer, dann 17 Jahre als Sportdirektor. Und das ist natürlich alles rund um Innsbruck, dann mit der Agenturgründung und alles hat sich da in diesem Raum, der sportlich auch sehr interessant ist, abgespielt. Mhm. Sportlich ist vielleicht ein richtiges Stichwort. Wenn ich jetzt anfangen würde, deine Erfolge komplett aufzuzählen, dann würde es wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich schneide es nur ganz kurz an. Habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben. Entdeckt durch Baldur Breimel bei der österreichischen Meisterschaft, dann Olympiasilber in Innsbruck, Olympiagold in Lake Placid, 5-mal Bestnote 20 in Oberstdorf, Weltrekordhalter 176 Meter. Also man kann ja wirklich sagen, du hast im Skisprung alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Dann auch Trainer, Sportdirektor, Autor mehrerer Bücher. Das sind ja auch alles Sachen, wo man vom Toni Innauer so kennt. Was ist dir von der Zeit auch wirklich so noch im Hinterkopf, wo du sagst, das fällt mir vielleicht auch mehrmals am Tag noch ein? Was mir jetzt gerade eingefallen ist, dass ich wirklich entdeckt wurde, ich eigentlich am Pfänder in Bregenz beim Vorarlberger Meisterschaften. Breimel war dann der zweite Entdecker, da war Otto Meyer etc. und aus Bezau Kollegen, die Grössing-Buben dabei. Und wo ich manchmal dran denke, ist natürlich so, ein Weltrekord ist etwas ganz Besonderes oder Olympische Spiele waren wieder in aller Munde. Dann wird man wieder zwangsläufig und auch sehr gerne darauf angesprochen. Das sind schon Dinge, was aber sehr nachhaltig wirkt, glaube ich, spüre ich selber so, ist diese meine Tätigkeit als Trainer, als Sportdirektor, wo es nicht nur um meine persönliche Leistung gegangen ist, sondern um eine Kultur zu schaffen, die irgendwo eine faire Kultur ist, in der sehr hohe Qualitätsansprüche entstanden sind und die über viele, viele Jahre auch mit meinen Nachfolgern doch auf sehr hohem Niveau, ich denke jetzt da an Alexander Pointner, Heinz Kutin, die Trainer, die tätig waren, da ist etwas gewachsen und etwas entstanden, auf das ich schon ein bisschen stolz bin, nicht nur auf die Medaillen. Toni Innauer, jetzt sozusagen, wenn wir den aktiven Sport und auch die Geschichten als Trainer mal außen vor lassen, du hast gesagt, deine Agentur mit Innauer und Facts, da hast du noch einen starken Bezug trotzdem zum Sport, oder? Ja, da sind wir mitten im Profisport drinnen. Einerseits betreuen wir kooperierend mit dem Österreichischen Skiverband Weltklasse-Sportlerinnen wie eine Vorarlbergerin, wie die Elisabeth Kabauer, unsere Alpin-Rennläuferin mit großer Zukunft. Wir haben auch die Stefanie Brunner unter Innauer und Facts fahrend. Was wir auch machen dort ist, dass wir Wirtschaftspartnern, da wird jetzt diese Woche wird ein Großsponsor vorgestellt, den wir über Innauer und Facts auch an die Öffentlichkeit und mit dem Österreichischen Skiverband zusammenbringen. Das wird sich dann im Laufe der Woche herausstellen. Und da sind wir also mitten im Profisport drinnen. Andererseits bin ich beim zweiten deutschen Fernsehen, mittlerweile glaube ich im 6. oder 7. Jahr, wieder als Experte für Skispringen. Ich erzähle dort sehr vielen Deutschen, wie Skispringen zu interpretieren ist. Wir haben ja dort auch einen Vorarlberger Export mit dem Werner Schuster, guter Freund von mir, den ich auch seinerzeit beeinflussen habe können, der jetzt die deutschen Skispringer wieder ganz an die Spitze gebracht hat.
Jetzt gibt es auch noch die andere Seite, wo es um Beratung, um viele Vorträge, also du bist ja auch immer noch in unterschiedlichsten Bereichen beratend tätig und machst viele Vorträge. Das ist sicher auch ein bisschen Herzblut, auch deine Gedanken, dein Wissen in dem Sinn, wo du über die Jahre auch angesammelt hast, auch da weiterzugeben, Mann. Ja, es ist ein schönes Gefühl und andererseits auch Lebensunterhalt zu merken, quasi meine Tantiemen, dass ich aus den Erfolgen als Sportler, aus meinen Erfahrungen als Führungskraft im Spitzensport, dass das die Wirtschaft oder auch den Bildungsbereich interessiert und dass ich dort aus dem Vollen schöpfen kann und Menschen gefühlsmäßig auch wieder inspirieren kann, auf eine faire Art und Weise Leistung zu erzeugen, alle ein bisschen mitleben zu lassen und auch zu wissen, wie man mit Niederlagen umgeht. Diese Dinge haben offenbar, wenn ich da als Botschafter vom Sport dort auftreten kann und das auf den Punkt bringe, hat das einen Wert für die Zuhörer. Ixo, ein Getränk, ein Bio-Getränk. Warum ist dieser Weg gekommen, dass sich der Toni Inauer mittlerweile in diesem Bereich auch engagiert im Grunde? Ein bisschen haben wir die Spur schon gelegt. Es kommt aus der Zeit von Baldur Breimel, Willi Dungl, den man auch nicht vergessen darf, der auch mit uns als Masseur und 1000 Sasser unterwegs war. Dieser Faible und dieses Wissen um gesunde, um gute Ernährung. Und plötzlich habe ich so ein Getränk entdeckt, das alle diese Bestandteile mit sich bringt, dass man sagt, das ist ein biologisches Getränk, das ist ein regionales Getränk. Und dann denkt man sich, wie wird das schmecken? Und das ganz Überraschende war, das war einfach sensationell gut. Und das ist diese Kombination, die mich dann schon fasziniert hat, von einer anspruchsvollen, qualitätsvollen Getränkemarke, das auch geschmacklich einfach jeden mal sehr, sehr gut schmeckt. Ja. Ich probiere dann noch ein bisschen. Unbedingt. Ich würde es doch noch mehr unbedingt müssen, natürlich. Wie ist denn das entstanden? Du bist jetzt auch dort dabei, auch natürlich ein bisschen als Botschafter von Ixo unterwegs. Wie ist denn das Ganze entstanden mit Ixo? Warum hat man gesagt, okay, so muss das sein? Ich bin einmal angesprochen worden, einem Sportkollegen, der mir das empfohlen hat, weil er das sehr im Tennis für sich sehr zufriedenstellend anwendet und getrunken hat. Und dann habe ich den Geschäftsführer, den Sepp Brandler, kennengelernt von Ixo. Ein Fliegenfischer übrigens, auch da eine Fliegenfischer sind vor allem auch Naturliebhaber, denen es auch darum geht, dass aus dem Fluss nicht nur Fische rausgenommen werden, sondern dass man das nachhaltig bewirtschaftet und dass das natürlich alles abläuft. Und wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Ich habe mir das erklären lassen, wie das funktioniert mit dem X. Natürlich als misstrauischer Wälder auch alles einmal probiert, über längere Zeit und für mich befunden, ist hervorragend. Und letztendlich in einer Kombination als Werbeträger, aber andererseits, weil ich so überzeugt bin von diesem Produkt und von diesem Getränk, bin ich auch als Investor mit eingestiegen und bin mittlerweile quasi Teil der Firma. Mhm. Wir haben da etwas vorbereitet, um mal ein bisschen die Vergleiche auch klarzustellen, wenn wir reden von Limonade und sonstigem und wenn wir dann wirklich von Ixo reden. Was mich einfach fasziniert hat, war auch die Tatsache, dass sich da ein kleines österreichisches Unternehmen traut gegen die ganz großen Multis und der Getränkemarkt ist ja wirklich beherrscht von internationalen Großkonzernen, die riesige Budgets zur Verfügung haben. Und da traut sich ein regionaler, biologischer Hersteller da mit einem speziellen Produkt an. Das, sowas gefällt mir. Das erinnert mich ein bisschen an meine Zeit als Skispringer, wo wir als Österreicher versucht haben, auch ein bisschen da gegen die ganz Großen uns einen Namen zu machen. So, und dann stellt man fest, wie werden so die großen normalen Getränke, was ist da drinnen? Der Konsument kann das leider oft nicht unterscheiden. Es ist im Großteil so, wie wir es jetzt hier sehen. Das sind unsere wunderbaren Ixo-Getränke. Genau, da hat man auf ungefähr ein Liter Wasser, 0,9 Liter Wasser, da weiß man das. Und wenn man den Beipacktext bzw. die Produktbeschreibung liest, dann kommt als erstes Wasser und Zucker. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil das die Hauptbestandteile dieses Limonaden, dieses Fruchtsaftgetränkes ist. Und sobald nur, glaube ich, 4% wirklicher Fruchtanteil in so einem Getränk drinnen sind und das repräsentiert den Fruchtanteil, dann kann das als Fruchtsaftgetränk auf den Markt gebracht werden. Das können wir jetzt da reingeben. Das ist sozusagen der Geschmacksstoff. Fruchtsaft wäre dann noch ein bisschen was, dass man sagt, okay, man hat zumindest noch was mit dabei. Ja, man tut ein bisschen ein Fruchtsaft dazu. Nicht? Da kommt man da auf 4%. Und das schmeckt erstaunlich gut, wenn man dann 100 Gramm Zucker in raffinierter Form, das ist echter Industriezucker, hineingibt. Also genau dieser normale weiße Zucker, den man halt einfach so zu Hause stehen hat. Ja, man sieht jetzt schon, was das hier ausmacht. Das ist
Einfach Wasser mit sehr viel Zucker, wenn man das... Wasser mit sehr viel Zucker, und wenn man weiß, was das in der Verstoffwechslung und so weiter, was so ein großer Zuckeranteil, raffinierter Zucker in der Verarbeitung für eine Rolle spielt, dann kann das Getränk recht gut schmecken, gut ausschauen. Aber auf lange Sicht ist es sicher nicht das, was man jetzt unbedingt sich ständig zuführen möchte. Und es geht auch anders. Und das habe ich in dem Fall mit Sepp Brandler und mit dem IXO-Getränk kennengelernt, das ja heißt intelligent, gesund, sozial und ohne irgendwelche Konservierungsmittel. Das ist die Grundidee dieses etwas sperrigen Namens, den man sich dann aber, wenn man es einmal geschmeckt hat, zu merken beginnt. Und da geht eben die Produktionskette ganz anders. Und wenn man sich dann liest, was hinten oben steht, dann beginnt es mit 60% fermentiertem Gerstengras. Da haben wir jetzt also wunderbare Gerstenähren und da gibt es die Körner drinnen und diese Körner werden angekeimt. Und man weiß, im Keimling ist eigentlich die meiste Energie drinnen und diese Keimlinge werden in einem Fermentationsprozess werden die vergoren. Es ist wie beim Joghurt, man gibt die Keimlinge in ein Fass hinein, gibt bestimmte zur Fermentation notwendigen Bioorganismen, Mikroorganismen dazu und dann setzt diese Fermentation ein und das ist 60% dieses Getränkes, ist dieses fermentierte Gerstengraskeimlinge. Und dann geht die Produktionskette weiter und da kann man es ja sehr schön darstellen, es sind unterschiedliche Äpfel, biologische Äpfel aus regionalem Anbau. Wir haben unterschiedliche Traubensorte, die weiße Traube, das weiß man vor allem auch im Sport, dass das ein besonders gutes Nahrungsmittel ist und Zitronensaft. Das entsteht normalerweise, und da kommen wir wieder kurz nach Vorarlberg, weil die Firma Pfanner das dann abfüllt und letztendlich vermischt. Wenn es notwendig sein sollte, und was sehr selten der Fall ist, geben wir einen Rohrzucker, einen nicht raffinierten dazu, in kleinsten Mengen, maximal 4 Gramm oder 10 Gramm, dass da hineinkommen können. So, und das Ganze landet dann in diesen Dosen. Nahrungsmitteltechnischen her ist die Dose die ganz konsequente Weiterführung dieser Idee, dass man ohne Konservierungsmittel und ohne künstlichen Zucker ein wertvolles, qualitativ hochwertiges, man könnte fast sagen, Getränk oder Nahrungsmittel haltbar macht. Dazu brauchen wir die Dose, weil wir eben da drinnen hochwertigste Vitamine haben. Wir sind das einzige Produkt, das Vitamin B12 in natürlicher Form vorkommen lässt und die sind höchst lichtempfindlich. Um zu verhindern, dass das nach ein paar Tagen schon verraucht oder sich in Luft auflöst, diese hochwertigen Vitamine, ist einfach diese Dose notwendig. Jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Viele denken, das ist ja schon, das darf man wirklich sagen, der allgemeine Glaube, okay, wenn da jetzt Biogetränk draufsteht, naja, dann schmeckt es nach nichts oder es kann nicht schmecken. Ich würde sagen, wir probieren einmal. Du hast gesagt, es schmeckt hervorragend. Das möchte ich jetzt auch mal sehen, wie das alles funktioniert. Wir haben, glaube ich, 95-prozentige, jedenfalls sehr, sehr hohe Rate, denen unser Getränk außergewöhnlich gut schmeckt. Magst du eins mit Koffein? Oder? Du hast jetzt, glaube ich, das mit, ja. Aber dann nehme ich das ohne. Dann nimmst du das ohne, ja, genau. Zusammen. Also man sieht auch da den Unterschied farblich. So, dann würde ich sagen, wir stoßen kurz an. Zum Wohl. Zum Wohl. Und wir probieren einmal. Sehr gut. Unterstande. Also das ist jetzt nicht, weil ich das muss, sondern weil ich wirklich sagen muss, geschmacklich sehr, sehr gut. Man schmeckt vieles heraus, es hat einen eigenen Geschmack, aber der ist sehr angenehm und hat auch eine gewisse Süße, wo man jetzt meinen könnte, es ist kein Zucker drin. Dann schmeckt es nicht süß, aber es funktioniert wirklich wunderbar. Für alle, die jetzt uns das gleich tun möchten und das auch probieren möchten natürlich, wo gibt es denn IXO, wo kriege ich denn das überhaupt? Ja, da sind wir mittlerweile in den letzten Jahren doch ganz nett vorwärts gekommen. In Vorarlberg, Aerospar, Interspar, Merkur, Suterlüte. Bei Bäckerei Kloser wird es demnächst eingeführt werden, hat sich das gut angeschaut. Sie kriegen es im DM-Markt, man kriegt es in den OMV-Tankstellen bzw. in den Viva-Märkten. Also es ist vielschichtig, Maximarkt in Salzburg ist es erhältlich. Also ADEC-Märkte auch, sind wir schon ganz gut dort drinnen. Also wenn man es möchte, dann... Wenn man es möchte, muss man suchen nach diesem signifikanten Logo und sich dann vielleicht auf das Geschmackserlebnis einmal einlassen. Also probieren lohnt sich auf jeden Fall, egal ob mit oder ohne Koffein, je nachdem wie man das möchte. Toni, ich sage dir vielen Dank für die Vorstellung deiner Zeit und auch der Zukunft und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke sehr. Hoffentlich
geht es so weiter auch mit XO. Ich würde sagen, am Schluss können wir nochmal anstoßen. Tschüss, auf die Nachhaltigkeit. Ja. Ganz genau. Das war's von uns. Ich sage vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.